Also, nachdem ich euch kurz vorgestellt habe, dieses Projekt, wollt ihr euch mal zeigen, wie einfach es ist, dieses auch umzusetzen. Ich habe jetzt hier ein Holz vorgenutet. Das kann man auch einfacher machen. Und zwar, man kann zum Beispiel auf ein einfaches Holz Strohhalme kleben. Ich habe das Ganze so vorbereitet, dass ich diese Strohhalme hier einsetze. Die kann ich mal zurechtschneiden mit ein bisschen Abstand. Somit verringert sich die Reibung an diesen Punkten. Das Ganze mache ich jetzt auch auf dieser Seite. So. Ich kann nun mit einem zweiten Stück Holz das festkleben. Das kann entweder mit einem Bastelkleber erledigt werden oder mit Heißkleber. So wird es draufgepackt einmal. Das kann jetzt ein bisschen hier trocknen. Damit es aber besser funktioniert, kann ich auch eine Zwinge anbringen. Während das hier jetzt so ein bisschen vor sich hin trocknet, der Leim, kann ich Schaschlikspieße nutzen. Ich sehe gerade, hier habe ich noch eine alte Packung von Anno dazumal. Diese Schaschlikspieße kann ich ein bisschen mit Abstand abzwicken. Ich kann hier zum Beispiel auch noch einen längeren Strohhalm einsetzen. Ich zeige euch auch gleich warum. Dieser längere Strohhalm ist natürlich sinnvoll, aber nach dem Prinzip der Hebelwirkung kann hier auch die Achse schneller brechen. So. Wir haben also Möglichkeit, unterschiedliche Räder zu nutzen. Das sind so Lenkräder. Die gibt es dann in unterschiedlichen Aufbohrungen. Die roten hier, die sind leicht reich drauf zu packen. Während sie hier dann sich verengen, also verjüngen, die Löcher, kann man die noch richtig gut draufpacken und zusammenschieben. Die müssen leichtgängig sein. Und dann diese schwarzen zum Beispiel, die ich hier auch noch habe, die sind richtig fest, sodass die auch, jetzt muss ich mal gucken, also die lassen sich recht schwer eintreiben. So. Okay. Nun, was brauchen wir noch? Ein Ventil. Dazu haben wir hier so ein Spülmittelventil, die gibt es in unterschiedlichen Formen und Arten. Hier habe ich auch welche ein bisschen abgeflacht. Dieses hier ist geriffelt. Das kann man auch hören. Die Riffel, die haben keine Auswirkung beim Luftballonumschluss, weil dieser Rand noch durchgängig ist. Das heißt, ich kann hier einen Luftballon noch draufpacken und dementsprechend wird dieser dann auch noch gut halten. So, ich kann den auch aufpusten. Also wie gesagt, die kann man so verschließen. Das ist ein Push-and-Pull-Verschluss.
und schon ist er fest. So. Das dürfte hier auch inzwischen fest sein. Ich kann nun das Ganze einmal befestigen, diesen Verschluss, und zwar mit so einer Klammer. Die kann man für Motoren nutzen, die kann man für Rohre nutzen. Ich nehme mal dieses kleinere Teilchen und hier habe ich den Schraubendreher. Jetzt, genau, hier habe ich auch noch ein Schräubchen. Das ist ein kleines Schräubchen. Mal gucken, was ich hier noch so habe. Ja, hier habe ich noch ein besseres. Ein kürzeres Schräubchen. Also, das setze ich hier mal ein. Das kann ich schon mal hier lösen. Und das Ganze kann ich dann hier einmal aufschrauben. Damit es auch besser funktioniert, habe ich das auch immer ein bisschen vorgebohrt, und zwar mit einem kleinen Feinbohrer. Ich kann das auch mal mit diesem Schleifer kurz machen. Das ist ein Fräser, da kann ich einfach mal ein kleines Loch reinfräsen, wo das Schräubchen dann Fuß fasst. Okay, jetzt funktioniert's. Ja, und letztendlich ist das schon fertig. Das hier kann man jetzt noch ein bisschen aufbiegen. Hier habe ich diesen Luftballon. Den packe ich da an. Und einmal bahnfrei für unser Luftballonfahrzeug. Das mache ich jetzt mal so hier, damit man es auch sieht. Ja. Und schwuppdiwupp ist es weg. Okay. Ja, ein kleines winziges Projekt, effektvoll und interessant für Kids. Somit wünsche ich euch viel Spaß und bleibt neugierig. Ciao, ciao.